Meister Leute, wir öffnen heute WeStar Universe, das Set des Jahres. Die Sleeves liegen bereit, die Toploader liegen bereit. Ich würde sagen, nicht lange quatschen, gehen wir auf Godpack-Jagd. So, allzu groß ist das Display jetzt gar nicht. Da sind halt nur 10 Booster drin, aber die Booster haben es halt in sich. Und ja, schauen wir mal, ob wir Glück haben und ein Godpack kriegen. Oder eine goldene Karte. Arceus, Giratina, Palkia und ich weiß gerade den letzten nicht. Okay, schon mal kein Godpack, leider. Aber wir lassen uns mal überraschen, was wir hier für schöne Hits haben. Also ich bin auf jeden Fall so gehypt auf dieses Set. Hier haben wir schon den ersten Hit. Ich weiß immer noch leider nicht die Namen. Also es tut mir auf jeden Fall leid. Und hier habe ich auf jeden Fall ein schönes Admiral. Da kenne ich den Namen tatsächlich. Das ist so schön, dieses Artwork. Ich glaube, es ist sogar hinten dieser Arceus-Berg, glaube ich. Müsste das sein, ne? Sehr, sehr schön. Und hier nochmal... Wie heißt denn der nochmal auf Deutsch, die Karte? Ich weiß es nicht. Ist das Professors Research? So, der zweite Booster. Leider auch kein Godpack. So. Knackrack. Der ist aus... Boah, woher war denn der nochmal? Der müsste aus Astralglanz gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Und wir haben auch nur den einen Hit. Ja gut, das ist eine Holo. Und hier nochmal eine Holo. Doch, ich müsste meinen, aber Knackrack war aus dem Astralglanz-Display. So. Leider nein, leider gar nicht. Schon wieder kein Godpack. Das wäre so schön, ne? Ich will auf jeden Fall dieses Pikachu haben. Aber selbst wenn man sich das jetzt kaufen würde... Unbezahlbar. Oh, das ist auch eine sehr schöne Karte. Ist das Leafeon, glaube ich, müsste das sein. Oh mein Gott. Sehr schön. Wir haben auf jeden Fall hier eine Dingenskarte. Eine Trainerkarte. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich kenne auch die ganzen Namen nicht. Das sind auf jeden Fall hier die Boys und Girls aus den Arceus oder doch Arceus-Spiel. Sehr, sehr schön. Ey, da freue ich mich auf jeden Fall, dass wir schon mal einen größeren Hit haben. So, ja, und da ist halt nichts dabei. Weiter geht's. Also dieses Set ist echt gut, ey. Ich hoffe, dass halt die Preise ein bisschen sinken. Ich habe jetzt knapp unter 100 Euro bezahlt. Ich hoffe ja, dass das dass es noch weiter runter geht. Und dann wird auf jeden Fall gecashed erstmal, Leute. Ich möchte auf jeden Fall eine Goldkarte haben. Und das Pikachu. Das sind so die Chase-Karten. Das Mew wäre natürlich auch nicht schlecht. Das passt natürlich... Lol, hatten wir das nicht gerade schon? Nee, tatsächlich war das eine andere Karte. So. Das passt natürlich perfekt zu dem Glurak aus der Ultra-Premium-Kollektion. Hier haben wir nochmal einen Arktos. Und, ah ja, guck mal, hier haben wir diesen neuen Effekt. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Auch auf jeden Fall eine sehr schöne Karte mit diesem Effekt. Und nächsten Monat kommt bei uns ja auch schon König der Zenit, oder wie das heißt. Leute, Pokémon, ey, wenn man das als Hobby hat, man wird einfach arm. Man wird einfach arm, ich sage euch, wie es ist. Ein Set nach dem anderen. Oh, hier haben wir einmal. Ist das Palkia? Ich meine, das müsste Palkia sein. Und wir haben einen Doppelhit wieder. Lavados müsste das sein. Und einmal Zapdos. Gala Zapdos. Und wir haben unsere Secret Rare Energiekarte. Das ist auch schön. Der Effekt hier hat man einmal das Psycho-Symbol hier drauf. Ich guck mal, ob ich das euch irgendwie zeigen kann. Und wenn man das dann halt nochmal ein bisschen weiter da. Weiter Dingens hier, weiter. Ich kann heute nicht reden wegen der Krankheit, ey. Wenn man die Karte noch weiter neigt, dann hat man hier den Pokéball drauf. Auch sehr schön, dass man da halt jetzt immer eine in einem Set hat. Das wäre natürlich auch nice, dann alle davon zu haben. Leider kein Godpack, schade. Das wäre so gut, ey.
Vor allem ergibt dieses Godpack halt auch ein komplettes Bild, wenn man das halt zusammenlegt. Oh mein Gott! Rayquaza Remix. Sehr schön. Der müsste, glaube ich, aus Drachenwandel sein, wenn ich mich nicht täusche, ne? Auch eine sehr, sehr schöne Karte. Und einmal das Mew aus, ich kenne es nur aus Celebrations, tatsächlich, und den guten Lavados. Und hier haben wir nochmal die spezielle gefunkelte Karte. Gefunkelte Karte. Ach Leute, ey. Dieses Set ist einfach so schön. Das ist halt wie bei unserem deutschen Set. Jetzt, ne, man hat auf jeden Fall immer safe einen Hit drin. Und es macht halt Spaß zu öffnen, ne? Man wird nicht enttäuscht. Man hat was Schönes drin. Oh, das ist auch eine sehr schöne Karte. Ich weiß aber gerade nicht, ist das Lumios oder so, wie das Pokémon heißt? Ach, Leute. Ist auf jeden Fall auch sehr schön, wie es dann durch die Stadt fliegt und durch die Wäscheleinen und dann überall die Klamotten am Flügel hängen bleiben. Sehr schön. Und da haben wir nochmal eine Rayquaza V-Karte. Gengar, auch ein sehr schönes Artwork mit einem Vollmond da im Hintergrund. Sehr, sehr schön. So, drittletztes Pack. Dann ist das erste Display auch schon geschrottet. Wir machen auch nur in diesem Video eins auf. Und dann machen wir nämlich ein anderes Video. Kommt dann entweder, doch Ende der Woche würde ich sagen, kommt das dann. So. Okay, wir haben ein Entei. Wie? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So. Nee, gar nicht Last Pick Magic. Ich wollte schon sagen Last Pick Magic. Aber dass wir schon so eine Trainergalerie-Karte haben, das ist sehr schön. Da freue ich mich. Wenigstens ein Big Hit. Ah, Mann, ey. Das wäre so gut, wenn wir hier einfach ein Godpack ziehen würden. Pflaster. Schneelandschaft. Arceus V-Star. Sehr schön. Und hier ist nochmal dieses Gegenstück. Oh, wir haben sogar eine strahlende. Das ist sehr schön. Das kommt gar nicht so bei mir rüber mit dem Effekt. Ich muss mir irgendwie mein Licht, glaube ich, anders hinstellen mal. So, Leute. Last Pack Magic. Fühlt sich schwer an. Godpack. Godpack incoming. Godpack incoming. Leider nein. Schade. Es hätte sein können. Obwohl, wenn es auch schwer ist, könnte es auch eine Goldkarte sein. Hier haben wir nochmal die ganzen Freunde. Die haben wir gerade gezogen. Ist, glaube ich, sogar auch derselbe Effekt, ne, weil es ja die Karte ist. Ja, ja, genau, ist derselbe Effekt. Der hat jetzt nichts anderes. So, oh, das ist auch eine sehr schöne Karte hier, finde ich. Wie das Galazapdos hier, der Dudu müsste das sein, jagt. Gefällt mir auch sehr gut. Und hier haben wir nochmal ein Atmorei. Das ist das Artwork, was wir, glaube ich, bei uns in der Tin hatten. Das müsste das gewesen sein. Und damit sind wir dann auch schon durch. Gucken wir uns mal eben schnell die Artworks oder die Karten an, die wir gezogen haben. So, da hatten wir gerade schön das Atmorei. Sehr schöne Karte. Dann das Galazapdos. Auch sehr schön. Dann einmal die strahlende, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Arceus V-Star. Entei V. Das Gengar, ey, das ist so ein schönes Artwork. Ich glaube, das war bei dieser Trick and Treat Box bei, glaube ich, ne? Ne, stimmt gar nicht. In der Battle Stadium Battle Dingens war das. Dann einmal Rayquaza V. Einmal den hier, Lumios, glaube ich. Den Mew. Oder das Mew. Rayquaza Remix, sehr schön. Unsere Energiekarte. Dann Palkia, keine Ahnung, Leafeon. Dann einmal die Friends. Das ist so eine schöne Karte, ey. Und das Centering sieht halt auch richtig gut aus. Ich glaube, jetzt kommt ja bald ein Rating-Video. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Kandidat. Nochmal Leafeon. Knackrack, glaube ich. Und einmal das Atmorei. Das sieht auch. Ach, wir haben noch eine sogar. Und hier dieses komische Pokémon. Aber das Atmorei ist auch ein sehr schönes Artwork, finde ich. Ey, das gefällt mir sehr gut mit diesen herbstlichen Bäumen da.
Sehr, sehr schöne Karten, ey. Ja, Leute, das war dann die, oder das erste Display. Wir machen auf jeden Fall noch ein zweites auf, das habe ich hier rumfliegen. Denke ich mal, Ende der Woche wird das dann kommen. Und ja, wenn ihr es nicht verpassen wollt, gerne ein Abo hinterlassen. Auf jeden Fall dann auch die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr nämlich eine Nachricht, dass ein neues Video oben ist. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Video. Ciao.